Gut, dann würde ich sagen, starten wir jetzt mit Alia Wardas Kurzfilm. Ich weiß gar nicht, worum es da jetzt aktuell geht. Auf dem Thumbnail ist auf jeden Fall ein Dimetrodon drauf. Und ich erinnere mich dran, dass das letzte Mal haben wir auch, glaube ich, in der Kanalisation aufgehört. Und da kam dann auch Dimetrodon vor. Das war es, glaube ich, gewesen, genau. Und jetzt machen wir also weiter und gucken mal, was jetzt aus dem lieben Ali selbst wird in der ganzen Geschichte, der sich nämlich versucht hat, vor den Dimetrodon zu verstecken. Genau, und die ganze Nummer hat nämlich so geendet, dass wir dann ganz zum Schluss gesehen haben, wie noch ein Dimetrodon von hinten angelaufen gekommen ist und auf Ali zumarschierte, und dann haben wir wieder einen Cut gesetzt, sowas gewesen. Jetzt will ich gerade nochmal kurz versuchen, das Logo da oben reinzusetzen. Wir haben jetzt übrigens hier in der Ecke weiterhin noch Scar King. Ich fand den einfach ganz cool, wie er da oben sitzt, und deswegen bleibt das so. Wie lange da so eine Folge circa geht? Die Folgen haben, glaube ich, unterschiedliche Laufzeiten. Ich kann gerade mal kurz nachschauen. Die Episoden von Sorna, ich meine, die gehen jeweils so um die 10 Minuten, ja, 9 Minuten, 10 Minuten. Aber du kriegst auch dann diese gesamten Kurzgeschichten nochmal als komplette Filme zusammengepackt. Dann hast du ungefähr eine halbe Stunde. Da gab es einmal den Film The River, der war nicht ganz so lang. Das sind dann alle Kurzfilme aneinander geschnitten gewesen. Und dann gab es noch einmal einen Kurzfilm-Zusammenschnitt von Trespasser. Und da waren es 27 Minuten gewesen zum Beispiel. Ja. Genau, und bei Sorna haben wir halt einmal 6 Minuten, mal 10 Minuten und so. Aktuell jetzt, das neueste Video hat 11 Minuten und 47 Sekunden. Und da schauen wir jetzt mal rein und gucken, was der liebe Ali da wieder mal meisterlich gezaubert hat. Gut. Wir starten die ganze Geschichte in 3 Sekunden, wie immer auch. Ne? Wenn irgendwas mit dem Ton nicht passt, dann schreibt ihr einfach in den Chat rein. Wir beginnen in 3, 2, 1 und los geht's. Hat er das mit Blender gemacht oder ist das ein echter Schmetterling? Das sieht ja wirklich krass aus. Okay, Respekt. Was passiert da gerade? Der gesamte Film heißt übrigens auch Mummies Very Angry. Das ist ein Zitat aus The Lost World Jurassic Park 2. Das scheint sich jetzt hier aber auf die Dimetrodon zu beziehen. Schleppt der jetzt Ali ins Nest? Wir gucken mal weiter. Ja, tatsächlich. Krass. Okay. Okay, du kommst mir jetzt aber nicht hier mit Dino-Superhybriden an, die jetzt irgendwie menschliche Beute so an diesen Haken dranhängen. Wartet mal, ich kann euch das ganze Ding hier sogar noch... Das ist immer ein bisschen blöd. Ich mache euch das Ganze mal ein bisschen auf richtiges Vollbild, weil ich habe halt hier so ein 4K-Bildschirm, und 4K hat aus irgendeinem Grund eine andere Bildschirmzusammensetzung als 1080p, was sau bescheuert ist, aber es ist halt so, wie es ist. Deswegen bekommt ihr das Ganze einfach jetzt mal so serviert. Das müsste jetzt besser passen. Okay, find's geil, und ich muss dazu auch nochmal was sagen. Ich bin ja gerade wirklich dabei, jetzt wo ich meinen Kanal ein bisschen strukturiert habe, ne? Eigentlich nur alle 2 Tage ein Video, wenn es aber halt mehr zu besprechen gibt.
Kann es auch mal jeden Tag ein Video geben. Also feste Zeiten sind bei mir auf dem Kanal eingeplant. Montags, mittwochs, freitags und sonntags, genau. Reaction-Videos kommen jeden Tag auf YouTube auf dem Reaction-Kanal. Und seit ich das Ganze mir so strukturiert habe, habe ich wesentlich mehr Zeit und auch einen wesentlich besseren Kopf für andere Dinge. Und habe mir jetzt nochmal Blender installiert auf meinem Rechner. Und bin gerade dabei, mir Blender selber ein bisschen beizubringen. Und ey, ich versuche es einfach. Ob es dieses Jahr klappt, keine Ahnung, wie lange man dafür braucht. Aber ich werde dann, sobald ich einigermaßen das Ruin bekomme wie Ali, werde ich auch meine eigenen Kurzfilme damit bauen. Das wird noch dauern. Die werden am Anfang noch nicht so aussehen. Aber ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Ich habe da tierisch Bock drauf. Ja, hier oben hast du das halt. Also er macht das ja alles nur in der Wohnung, ne? Er hat ja kein Greenscreen oder irgendwas. Er bräuchte auf jeden Fall einen Greenscreen. Da merkst du halt dann hier oben zum Beispiel, dass dann da der Rand relativ unsauber ausgeschnitten wird. Das sind so Kleinigkeiten. Ey, scheiß da wirklich drauf. Aber trotz allem wäre das, glaube ich, so der nächste Step bei Ali, dass er sich vielleicht irgendwie so ein Räumchen macht oder zumindest so einen aufstellbaren Greenscreen. Da wäre das Ganze noch ein bisschen krasser. Aber das ist so schon ultra krass, weil du auch einfach siehst, dass seine Farbe selber und die Farbe von dem Raum sich nicht voneinander abheben. Das heißt, dieses ganze Color Grading, ich weiß nicht, wie schwierig sowas ist, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen Arbeit drin. Alleine vom Color Grading. Generell ist da ziemlich viel Arbeit drin, das ist mir schon klar. Ach, ich liebe diese Videos einfach. Heiß. Groß können eigentlich die Metrodon werden, wisst ihr das? Aus dem Kopf raus oder wie lang können die werden? Weil der sah eben gerade schon verdammt groß aus. Okay, deswegen also Mami. Mami hat Eier gelegt, ich verstehe. Und Mami hat auch Ali direkt zu den Eiern hingelegt. Das heißt, sehr wahrscheinlich sollte er verfüttert werden, wenn die Kinder dann eben schlüpfen. Das kriegst du nicht hoch, oder? Ist das nicht, war das nicht eben gerade fest gewesen? Nee, Quatsch, er kam ja auch durch so ein Tor rein. Ja, okay, okay. Oh oh. 3,2 Meter lang, das ist schon krass eigentlich. Da steht er einfach. Scheiße. Die Metrodon, ey, das sind so richtig hässliche Saurierhunde. Aber ich finde die ziemlich geil. War eins meiner ersten Spielzeuge sogar gewesen damals. Was ist jetzt seine Idee dahinter? Er möchte sich totstellen, oder was? Und ein Meter hoch, das ist auch schon stolz, ja. Obwohl, das Vieh hat vorhin durch das Segel hat das ein bisschen höher ausgesehen. Aber ein Meter hoch mit Segel meint ihr wahrscheinlich, ne?
Hä, was ist denn jetzt gerade passiert? Ist das gerade so Videospiellogik, dass die Cutscene einfach das Tor öffnet? Moment. Ja, die Metrodon ist irgendwo draufgelaufen, glaube ich. Oder? Ist trotzdem so ein bisschen Videospiellogik, dass da am Boden so ein Schalter ist. Ich verstehe es immer noch nicht ganz. Als ich Jurassic World Dominion geguckt habe und in der Höhle diese Flosse aus dem Wasser ragte, habe ich gehofft, dass es der Spino ist. Ja, habe ich auch gehofft, aber wir wussten ja schon, dass der Dimetrodon noch auftaucht durch den Trailer. Und der kam bis zum Zeitpunkt noch nicht im Film vor, deswegen war uns ja eigentlich klar, dass es der Dimetrodon sein wird. Den Spino haben wir dann in Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 4 und 5 wieder gesehen. Ja. Da ist wirklich ein Schalter im Boden. Es hat so Prince of Persia Vibes. Kennt ihr das Game? Da ist wirklich ein Schalter. Was ist da? Okay. Ich meine, es ist kreativ, aber es ist so... Macht man das so? Sind so Schalter nicht eigentlich immer an der Wand? Nee, das war ein Sensor gewesen. Dieses Knipsen wie so ein Foto, das war scheinbar ein Sensor. Er könnte aber auf jeden Fall die Eier dahin legen, das würde funktionieren. Oder er muss nur warten, bis der Dimetrodon wiederkommt. Hä? Der müsste doch aber eigentlich von links gekommen sein gerade. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut, tatsächlich, ja. Ja, sieht auch sehr cool aus. Er läuft nicht ganz flüssig, aber das sieht schon ziemlich geil aus. Jetzt Beeilung. Ey, wenn er es jetzt nicht schafft, ist er aber auf jeden Fall tot. Das ist... Das war knapp. Allein, dass das Vieh aber auch wirklich schon dreimal. Dreimal hat das Vieh den wirklich zu den Eiern hingetragen und ihn einfach nicht getötet. Das war schon wirklich Glück gewesen. Ich dachte schon, das war's jetzt. Okay, bin ich jetzt mal gespannt. Was ist das nächste Szenario? Was 250 Kilo wiegen die? Na gut, bei der Größe, da passt das aber eigentlich auch. Bei der Länge. As you sit here. Alone and far from everyone you've ever known. Without water or a meal, you've finally hit a wall, Jacob.
My life up until this point has been mostly spent in solitude. Solitude now is a hell to live through. Sein Name ist aber auf jeden Fall Jacob, habe ich eben rausgehört. To survive is to find meaning in that suffering. Where is the meaning? What is the point of pushing on? Wie gut es zum Teil aussieht, ey. Ist ja krass. Da ist der Schmetterling vom Anfang wieder. Oh. Let it go. Just lay here and rot into obscurity. Was war das eben gerade? War das ein Indominus Rex? Nee, ne? Wir sind auf der Isla Sorna. Oder was denn alles? Alter, hab ich mich gerade erschrocken. Okay, was ist mit ihm jetzt los? Ach was, er baut tatsächlich... Okay, das ist ja geil. Das hier ist tatsächlich aus dem Buch Jurassic Park 2 The Lost World. Da war es nämlich der Carnotaurus, der sich tarnen konnte. Das haben sie dann später in den Filmen für Jurassic World übernommen. Das heißt, er bewegt sich also auf der im Buch-Kanon, in Anführungszeichen, auf der Buch-Isla Sorna. Das finde ich ja geil. Sehr, sehr cool gemacht. Zack. Ultra geil. Ich weiß nicht, wann der nächste Film rauskommen wird von Ali, aber der nächste Film wird dann auf jeden Fall den Fokus extrem, könnte ich wetten, auf den Carnotaurus legen. Das ist eine saugeile Idee. Das gefällt mir richtig gut. Und warum kann er sich tarnen im Amalgam-Testing? Nee, das gab es damals noch nicht, das Amalgam-Testing. Der kann sich einfach nur tarnen, weil er, wie der T-Rex auch, der T-Rex hat ja auch eine Frosch-DNS eingepflanzt bekommen, damit dieses Zellgen komplementiert wird. Und bei ihm war es wahrscheinlich, wer ist das Amalgam-Testing im Filmkanon? Aber es wurde im Buch eben einfach nicht so genannt. Was war es denn nochmal bei ihm gewesen? Ein Varan oder irgendwas. Es war auf jeden Fall kein Oktopus im Buch, meine ich. Ja, deswegen konnte er sich jetzt hier tarnen. Sehr geil. Ey, ich freue mich auch schon drauf. Ich will mir zumindest für mich persönlich, das können wir auch gerne live dann nochmal machen, sobald diese ganze Sorna-Reihe abgeschlossen ist, wie lange die auch immer gehen soll, will ich mir die mal am Stück angucken. Jeden einzelnen Teil von Sorna an sich. Da haben wir jetzt schon, wie viel zusammen an Minuten? Wo haben wir es denn da? 10, 20, Pi mal Daumen, 30. Ja, so ungefähr eine halbe Stunde kriegen wir sogar drüber. So ungefähr 35 Minuten bekommen wir auf jeden Fall schon zusammen als Gesamtfilm von Sorna an sich.